Du hast betrogen und geschummelt und versucht, uns zu hintergehen. Willkommen, Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Heute mit der ultimativen Wett-Ess-Burger-Challenge. Wir haben uns jetzt gerade bei McDonald's 90 Cheeseburger bestellt. Für jeden 30. Wir haben 30 Minuten Zeit. Wer wird gewinnen? Wer wird verlieren? Und was ist die Strafe? Also überraschend schnell gewesen, die Leute hier bei McDonald's. Wir haben, glaube ich, jetzt 15 Minuten gewartet für 90 Cheeseburger. Jetzt steht das Material bereit. Wir werden uns jetzt in die Schlacht begeben. Regeln sind, wir werden jetzt anfangen zu essen. Halbe Stunde. Zeit wird gesetzt per Timer. Papier der aufgegessenen Burger wird dann nachher zusammengezählt. Wir werden zum Ballett gehen in den nächsten Wochen. Und der Verlierer dieser Burger-Challenge muss das Ballett-Workout in einem rosa Tütü und rosa Strumpfhosen machen. Super. Der Burger muss übrigens komplett mit Gurke aufgegessen werden. Auf die Plätze, fertig, Burger. Hab angegessen, angeschmerzt. Der wird für einen Burger über eine Minute gebraucht. Hast du auf Kamera, ob er mir ein Papier geklaut hat, Alter? Weil ich war der Meinung, ich hab viel gegessen. Du brauchst gar nicht jetzt hier anfassen, Alter. Hallo! Sag mal, Kevin, wie siehst du deine Chancen jetzt? Gar nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich jedes Mal auf dieses scheiß Wettessen einlasse. Weil ich habe noch nie ein scheiß Wettessen gewonnen, Alter. Wer hat eigentlich den Vorschlag gemacht für das Scheißding? Kevin. Ich sehe meine Chancen mittlerweile gar nicht so schlecht. Jetzt, wo ich sehe, dass Kevin schon resigniert nach dem dritten Burger. Weißt du, während die anderen quatschen, konzentriere ich mich hier auf die Challenge. Alter. Und das zum Frühstück, Mann. Wir werden den Burger auf dem Weg und runter gehen. Nee, André, geh mal bitte mit, Alter. Ein Burger hat 304 Kalorien. Dann sind es bei 90 27.000. 13 Gramm Fett pro Burger, Alter. Meine Strategie ist, die Jungs einfach nicht abzulenken, weil die so vertieft in ihren Gesprächen sind, dass ich einfach genug Zeit habe, einfach genug Burger zu essen. Sei mir mal ehrlich, hast du gesehen, wie Kevin isst? Kevin, die Gurke musst du essen. Ja. Kannst du mir mal zwischendurch einen Big Mac holen? Weil der Geschmack ist so eintönig, André. Ich hoffe, ich schaffe das nachher auf Toilette. Ja. Kotzen? Nee, kacken. Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwo mir einscheiße, wenn ich runterlaufe. Beim Husten. Ja. Wie viel hast du jetzt, Kevin? 5. Das beruhigt mich ein bisschen. Ey, iss mal weiter. Nur weil er nur 5 hat, Alter, iss mal. Der Erste, der mir 5 Euro überweist, kriegt den Sofortgewinn von mir. McFlurry oder was? Hast du mir mein McFlurry abgezogen? Ja. Ich hatte nämlich schon 1. Jetzt habe ich 2. Und eine Portion Pommes habe ich auch. Guck, André, hier. Vorm Herzen kannst du. Ist das haben? Zählt er dann nicht. Zählt er dann nicht. Oha. Er hat direkt Tyrannosaurus Rex gegrüßt, Alter. Jetzt habe ich schon Gefäß. Weißt du, jetzt kann ich meine Dinger da reinmachen. 10 Stück, Alter, sein scheiß Ernst. Ehrlich? Wie viel hast du, Fabi? 9. Ich mache euch den 10. an. 12 Minuten. Gibt's denn überhaupt Tütüs in Größe 4XL? Feenkostüm? Was für 4XL, Alter? Ich bedenke, dass du schon keins reinpasst. Wird halt ein bisschen schäbig aussehen bei dir. Wie so eine Cracknote mit zerrissenen Strumpfhosen und so. I'm gonna run, make a run to the hardware store. I need a new screen for my old screen door. Washers and screws and nails by the pound. You can't Lecker. Boah, Zwischenzeit? Ich noch einen Anfang oder? 5 Minuten. Ja, ich will gar nicht diese scheiß Burger noch an. Mann, der Käse sieht auch schon so eklig aus, wenn er kalt ist, Mann. Ey, jetzt musst du deine Gurken noch essen, Fabi. Was ist das, dein Ernst, Alter? Du musst die Gurke essen. Du musst die Gurke essen, Fabi. Oder, was ist los mit dir? Du musst die Gurke essen. Das hast du verloren schon. Bei dem anderen Burger. Du musst die Gurke essen. Genau diese Gurke musst du jetzt essen. Kannst du nur Sprite abwaschen? Also ich finde, das zählt als Regelverstoß. Ja, Mann. Ja. Aber wie auch geil sagt, ich esse vom anderen Burger. Dann sag, Kevin, dass wir einen Verlierer haben. Ich glaube, warum ein Verlierer, Mann? Weil ich eine scheiß Gurke nicht gegessen habe? Oha, oha. Wollt ihr mich verarschen, dann zählt dieser einen Burger hier nicht. Hier.
Warum wirst du denn gleich so angst? Nein, weil du blendest. Und zum Selbstverständnis, weißt du, so, ja, ist doch runtergefallen, muss ich nicht mehr essen. Sorry. Schmeiß ich runter, muss ich jetzt nicht mehr essen, oder was? Ist in Papier eingewickelt. Ne, meine Gurke in Papier eingewickelt, ist gegessen. Bin ich ein Hund, das vom Boden esse? Ja, bin ich ein Hund, das vom Boden esse? Ja, du hast runtergeschmissen. Okay, der eine Burger steht nicht. Okay, so. Aber wir haben mich trotzdem lieb, aber du musst auch mal... Wie fühlt man sich so als Verlierer? Ich auch noch aufdringen oder was? Also isst du jetzt die Gurke oder nicht? Ich schwöre bei Gott, ich esse sie gut, bin ich im Traum. Du kannst auch in Toilette abwaschen. Ja, ist okay. Okay, vorbei. Okay, nee, warte. Hier. 3. 1. Badum. Also jetzt ist eigentlich nur, müssen wir jetzt nur auswerten, wer Erster und Zweiter wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gucken wir mal hier rein. 7 für Kevin. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11. Du bist wirklich eine Raupe. 12. Oh, alle. Okay, was hast du? Nein, nein, das zählt, nein. Kannst du bitte auf den Boden filmen? Ist die Gurke weg? Nein. Pass auf, André. Wenn die Gurke weg ist, dann kann Fabian seine Papier zählen. Vorher. Ich habe den kompletten Scheißburger gegessen und habe dieses Papier verworfen. Ja, das heißt, einer wurde mich sowieso schon abgezogen. Du hast betrogen und geschummelt und versucht, uns zu hintergehen. Wie willst du dich da wieder rausreden? Ich habe einen kompletten Burger gegessen, ohne Gurke, und habe ihn verworfen. Also hast du 8 ja. gegessen. Minus 3 wegen Strafe. Du musst doch Strafe bekommen dafür. Wir sind hier in Deutschland und in Deutschland gibt es Regeln. Ja, das Ding ist, Fabi hat eindeutig verloren. Ja, was redest du denn? Doch nicht. Warum wegen der Gurke? Wegen der Okay, Leute. Ist doch noch negativ für mich. Nein. Ich habe einen kompletten Burger im Magen, aber der zählt nicht. Also hättest du nicht geschummelt, hättest du auch Mann, nicht verloren. Mann, Maul, Alter. Richtig? Richtig. Nein. André sieht das schon genau richtig so. Ja, André hat nur Angst, dass er Schläge bekommt von dir. Wie man jetzt hier entscheidet, das kann auch bahnbrechend sein für alle weiteren Entscheidungen, ja. Für die Leute, die Videos gucken. Ja, weil wenn man einmal einen Schummel durchgehen lässt, wo endet das dann? Unsere komplette nächste Generation landet alle im Knast. André, dann verliere ich, ja, okay. Die kommen alle im Knast wegen dir. Willst du das garantieren? Ja, okay, ich trage dieses scheiß Tütü. André, bestell mir dieses scheiß Kostüm, beim Ballett ziehe ich das an. So. Die Schlacht ist geschlagen, das war's. Wir haben einen Verlierer, wir haben einen Gewinner und wir haben jemanden, der in der Mitte steht. Das bin ich. Den Verlierer, Fabian. Disqualifiziert wegen Schummels. Tö. Okay, jetzt. Und den Gewinner, Daniel, mit 12 Burgern in 30 Minuten um 12 Uhr morgens. Das war's von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser wunderbaren Stofftee-Episode. Mal wieder was Neues. Wenn ihr Bock habt auf mehr Wettessen, schreibt es in die Kommentare. Anregungen immer in die Kommentare. Kritik auch immer gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sagen Tschüss und bis nächsten Mal. Peace.